Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sicher haben Sie schon lange entdeckt, wie vielfältig das Coop-Joghurt-Sortiment ist. Die grosse Auswahl wird ständig ergänzt mit neuen Aromen und Früchten oder Fruchtkombinationen, sodass das Joghurtessen auch wirklich nie langweilig wird. Aber nicht nur beim Aroma, auch beim Milchfett- oder Zuckeranteil können Sie bei der Coop-Joghurt wählen. Die Joghurt zum Beispiel, die sind aus Vollmilch mit einem Milchfettgehalt von 3,5% hergestellt. Wenn Sie gerne auf die schlanke Linie achten, dann bevorzugen Sie vielleicht die teilentrahmten Joghurt mit einem reduzierten Milchfettgehalt von nur 2%. Und noch leichter sind Fitness-Diät-Joghurt, Mokka und Aprikose. Sie haben einen Milchfettgehalt von höchstens 0,5%. Und statt mit Zucker werden sie mit Cyclamat gesüßt und sind also auch für Diabetiker geeignet. Alle Coop-Joghurt gibt es jetzt zum Aktionspreis. Und jetzt darf ich Ihnen noch eine lustige Neuheit vorstellen. Sie heisst Trinkjoghurt und es gibt sie in 4 Varianten. Das Neujoghurt, das ist ein besonders erfrischendes Getränk, leicht und natürlich. Und je nach Region gibt es in der Flasche oder im Purepack. Beide sind gleich gut. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Verlangen Sie Ihrem Coop-Restaurant den Coop-Coop-Pass. Mit dem Coop-Pass offeriert Ihnen Coop jeden 6. Coop frei nach Ihrer Wahl gratis. Und zwar bis Ende Oktober. Eine Neuheit vom Coop-Bäckermeister ist das rustikale Herdöpfelbrot. Brot und Herdöpfel ergänzen sich geschmacklich ideal. Und wegen der Feuchtigkeit vom Herdöpfelanteil bleibt das Brot auch besonders lang frisch. Unter dem Motto «Tischlein deck dich» offeriert Ihnen das Coop-Warenhaus Geschirr, Besteck und Gläser besonders günstig. Die Geschirrserie Burgund, bemalt und mit Ivoire-Glasur, ist spülmaschinenfest. Ebenfalls das Besteck Pia aus Chromnickelstahl. Und für jedes Getränk die passenden Trinkgläser wie kommt aus Bleikristall. So, jetzt könnte man eigentlich nur noch gerade antischen. Wir auf jeden Fall schalten um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Am Sonntag ist Ostern. Darum mein Vorschlag für ein traditionelles Ostergebäck. Wir haben 200 Gramm Brotwürfel mit heißer Milch übergossen, Loquelle und püriert. 4 Eigelb mit Zucker und Anke schumig gerührt. Mit ein bisschen Zitronenschale, ein bisschen Zitronensaft, Mandeln, Sultanine, einem Deziliter Rahm und einem pürierten Brot vermischt. Zum Schluss heben wir noch das Eiweiß drunter. Ein Weihenblech haben wir mit Kuchenteig ausgelegt. Sie können auch Blätterteig nehmen. Und die Masse sorgfältig darauf verteilt. Der Osterfladen nach Berner Art wird im vorgeheizten Ofen 40 bis 45 Minuten backen. Wenn er abgekühlt ist auf Zimmertemperatur, die wir mit Hilfe von einer selber gemachten Schablone Puderzucker drüber. Und dann kann es schon losgehen. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung und ich wünsche viel Vergnügen. Das wäre es für heute. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und besonders schöne Ostertage. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Dosen Gemüseplatten mit Eierschwämmli, Midi-Gastronom, statt 5,80 für 4,60. 2 Dosen Coop Champignons de Paris, statt 2,40 für nur 2 Franken. Ein Beutel Zwiebelpommeschips, Natur oder Paprika, statt 4,70 nur 3,50. Goldstar Dorschfilet, statt 4,20 nur 3,40. 6 verschiedene Sorten Aufschnitt, per 100 Gramm jetzt nur 1,10. Ein Becher schlagbarer Halbrahm statt 1,85 nur 1,55. Auf Wiedersehen!